Hallo liebe Brompton-Freunde, ich bin's Henning von Voss Spezialrad, dem Brompton-Experten in Deutschland seit über 30 Jahren. Und ich freue mich hier über ein neues Video zu den C-Line 2024er Farben. Viel Spaß dabei! Starten tun wir heute mit einer Farbe, die ich nicht extra vorstellen muss, weil sie schon eine Ewigkeit im Sortiment ist. Das ist einfach Brompton C-Line in Mattschwarz. Immer wieder beliebt, sehr gern genommen. Und wen überrascht es? Natürlich eine Farbe, die zu den meistverkauften gehört. Völlig zu verstehen, dass viele auf Schwarz fliegen. Aber gehen wir in die neuen Farben rein, eins nach dem anderen. Und ich fange mal mit etwas sehr Grellem an. Yuzu Lime. Yuzu Lime heißt diese Farbe hier. Vielleicht denkt der eine oder andere, oh, wie schön war das Bumblebee letztes Jahr, das warme Gelb. Hier haben wir ein Neongelb. Das Bumblebee war eine Sonderfarbe. In einem weiteren Video seht ihr diese 2024er Sonderfarbe auch. Da lasst euch überraschen. Bleibt dabei. Hier aber eine Standardfarbe. Yuzu Lime. 2024 in allen Ausführungen ab sofort erhältlich. Ich stelle es zurück und greife mir eine Farbe, die, ich drehe es mal um, Johann, so, und greife mir eine Farbe, wo ich mir sicher bin und auch schon klar an den Verkaufszahlen sehen kann, Ocean Blue, die neue 2024er. Blaufarbe, wobei man darüber reden kann, man kann auch sagen, es ist Petrolfarben, die kommt sehr gut an. Alles, was man sich wünscht, zurückhalten, dezent und doch eine nette Aussagekraft. Eine wunderschöne Farbe, wie wir hier alle im Voss-Team finden. Ocean Blue. So, ein alter Bekannter kommt. Wer Videos aus dem letzten Jahr geschaut hat, wird Matcha Green erkannt haben. Matcha Green liegt natürlich aufgrund der Pastellfarbe voll im Trend. Sieht auch schön aus. Ich finde, es ist eine sehr gelungene Farbe und unterstreicht irgendwie auch so ein bisschen das britische, immer ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Mut als vielleicht der Standard-Fahrradhersteller. Matcha Green. Und wenn wir bei Matcha Green sind, kommen wir zu einem Bestseller über Jahre. Racing Green. Neulich hatte ich einen Kunden hier und sagte, Racing Green, ist das nicht an sich eine Jaguar-Farbe? Ja, im Autobereich sieht Jaguar Grün anders aus. Das ist mir bekannt, aber Brompton ist selbstbewusst und sagt hier fürs Fahrrad Racing Green, Brompton. So sieht hier unser Farbton aus. Und das darf es ja auch. Also Racing Green bei Brompton nicht ganz so glänzend, nicht ganz so tief und dunkel, sondern etwas heller. Aber kundenentscheidend nach wie vor eine sehr gut nachgefragte Farbe. Racing Green. Jetzt gehen wir in die Wüste. Dune Sand, das ist natürlich auch Trend. Sandfarben im Allgemeinen sind stark im Kommen oder sind über die Jahre auch schon immer interessant gewesen. Jetzt hat Brompton eben auch im Fahrradbereich so eine Farbe aufgenommen. Dune Sand, ja, ein wunderschönes Beige. Gefällt es euch? Ich finde es schön. Auch Kunden sagen, das ist eine Farbe, ja, entscheide ich mich für. Also polarisieren tut diese Farbe nicht. Yuzu Lime, da haben wir natürlich eine Farbe, wo man sagt, okay, die mag ich nicht. Dune Sand, kann man nichts falsch machen. Das war's an Standardfarben. 6 Stück waren es an der Zahl und jetzt kommen wir zu den Sonderfarben. Die haben sich tatsächlich nicht geändert in 20 und 24. Es bleibt beim berühmten Black Lecker. Zack. Ein durchsichtiger Farbton. Eine Pulverbeschichtung, wo eben entsprechend die Lötnähte
zu erkennen sind. Es ist ja wirklich eine Meisterleistung, wie Bromptons Löter dort eben rangehen. Das ist eine hohe Kunst, es so schön hinzukriegen. Die Rahmen werden besonders ausgesucht, deshalb als Sonderaufpreis immer wieder beliebt für Leute, die so Ingenieur-Technik-Feeling haben und von dem Bereich kommen, denen gefällt dieses Fahrrad besonders gut. Also Black Lecker. Und dann gibt es noch ein Lecker, also ein Klarlack, in Anführungsstrichen klar. Da haben wir hier, ich hol es mal hier beiseite, unser berühmtes Flame Lecker. Und was ihr hier seht, ist die C-Line Electric. Die C-Line Electric ist 2024 eben auch genau angelehnt an den Grundfarben der C-Line Standard. Das heißt, ihr könnt im Gegensatz zu früher frei eure Wunschfarbe wählen. Von dem, was ich euch gezeigt habe, das ist eben auch bei Electric möglich. Kleiner Tipp dazu, wenn ihr bei uns im Online-Shop unterwegs seid, dann gibt es manchmal einen blassen Warenkorb, wo ihr nicht weiterkommt. Das bedeutet, dass wir dieses Modell in der Ausstattung denn gerade nicht lieferbar haben. Das heißt, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich sehr kurzfristig wieder reinkommt. Schaut einfach eine andere Farbe oder ruft uns an. Ihr erfahrt dann mehr. Aber hier Flame Lecker und Black Lecker, die beiden Sonderfarben bei der C-Line. Ja, und nun kommen wir noch zu ein paar Farben, die ich zeigen möchte, die es nicht mehr gibt. Und ich meine, wir haben noch ein paar in petto und deswegen rolle ich mal gleich eins rein und stelle es hier oben hin. Das ist dieses wunderschöne Rot. Dark Red, House Red sind zwei Namen, die kursierten. Ein paar Modelle sind noch da, geht gerne online. Wichtig ist, was ist der Unterschied zwischen 2024 und 2023? Der Preis, 5% circa Preiserhöhung bei Brompton für 2024er Modelle. Sicherlich kein Grund, deswegen jetzt ein rotes Modell zu nehmen, obwohl man Ocean Blue lieber hätte. Aber schaut rein, wenn das Modell in der passenden Ausstattung vorrätig ist, dann ist das noch eine wunderbare Gelegenheit. Hier zum Beispiel ein Klassiker, Gepäckträgerbeleuchtung, 6-Gang, hoher Lenker. Eins steht sogar in der Ausstellung. Dann haben wir hier unser Cloud Blue. Schade, dass es raus ist. Ich meine, es war schön harmonisch mit Matcha Green, mit dem Pastellgrünton. Passte das also super zusammen. Ist auch sehr beliebt gewesen. Ein paar Modelle sind noch im Shop. Wenn ihr sie da nicht findet, ruft einfach auch direkt an. Wir können für euch auch gucken. Da gibt es noch was zu holen. Und das waren sie schon, die C-Line-Modelle 2024, die Farben. Weil außer den Farben hat sich an der C-Line derzeit nichts geändert. Zumindest bei den Standardmodellen. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt und auf dem Laufenden bleiben wollt, dann setzt einen Daumen nach oben. Wir freuen uns über eure Kommentare zu den neuen Farben. Wie findet ihr sie? Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Tschüss.